So, das ist jetzt ein kleines Update-Video von meinen Lüfterhalterungen. Da haben ja einige sich jetzt beschwert, oh, das lässt sich schwer anbauen, das Teil. Und da habe ich jetzt was Neues konstruiert und das will ich euch in diesem Video zeigen. Und das schauen wir uns mal an. Zwei neue Teile. Ich habe da noch einige Abänderungen gemacht und ich baue sie jetzt heute in dem Video mal an und zeige euch mal, wie das alles funktioniert. Das sind jetzt zweiteilig, also wir haben einen Trägerrahmen und einen Deckel, den man ranschrauben kann. Dadurch lässt sich nachher besser anschrauben. Einmal für rechts und einmal für links. Und Schrauben habe ich vorbereitet. Da nehme ich eigentlich wieder die Rigipsschrauben hier. Die haben einen kleineren Kopf. Das sind 3,9 mal 19. Das sind die Schrauben, die hier den Deckel halten. Und hier unten müsst ihr euch 3,9 Schrauben suchen, die dann für eure Lüfter passen. Also die müssen eine bestimmte Länge haben, dürfen auch nicht zu lang sein. Ihr seht auch schon, dass ich hier überall stabilisiert habe, weil das war auch ein Problem bei meinen ersten Generationen, dass hier gerade beim Anschrauben hier manchmal das ausgebrochen ist. Zusätzlich habe ich jetzt noch in dem Bereich, wo der Lüfter sitzt, das ein bisschen angeschrägt, damit wir mehr Platz haben. Weil ich will euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe hier mal zwei Lüfter da. Das sind 120er Standardlüfter. Ja, ich hatte ja vorher das gerade und das war eine ganz schön knappe Kiste, weil der Lüfter ja größer ist als das Loch, was wir eigentlich haben. Also die eine Schraube, die war ganz schön knapp bei dem alten System, deswegen habe ich das jetzt umgeändert, dass es das jetzt schräger sitzt und dass der Lüfter dann besser passt. Gut, dann wollen wir mal das Ding anbauen. Also wenn ihr Bock habt, bleibt da dran. Du musst einfach bloß hier das ab und dann schrauben wir das mal am Wechselrichter an. So. Ich schraube jetzt mal schnell alles ab und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das neue anbaue. So, wir haben jetzt hier in dem vorderen Bereich hier zwei Schrauben drin und die brauchen wir. Die sind aber leider zu kurz, deswegen habe ich sie mir schon weggepackt hier. Wir brauchen jetzt etwas längere M4-Schrauben, verlinke ich euch mal in dem Video unten, in der Videobeschreibung. Und auch bei Thingiverse, wo ihr alles runterladen könnt, was wir dafür Schrauben brauchen und natürlich eine größere Scheibe, sonst passt es natürlich nicht. Und dann wollen wir mal da den Rahmen ansetzen und anschrauben. Also ich mache mir das einfacher. Ich setze die Schrauben kurz mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie ich das anschraube. Ich komme leider mit der Kamera nicht weiter runter. Aber wenn man genau guckt, seht ihr, dass ich hier die Schraube angesetzt habe mit innerer Umdrehung und mit der Scheibe. Und jetzt können wir diesen Rahmen einfach oben drüber einfädeln. Seht ihr da? Ja? So. Und jetzt können wir mit dem Schraubendreher die Schrauben festziehen. Klingt komisch und ist komisch. Und dadurch, dass ich das jetzt ja so gebaut habe, kann man hier mit dem Schraubendreher besser anschrauben. So, nicht viel Umdrehung. So, dann sitzt er schon mal. Man könnte hier auch noch Kleber ran machen, aber ist ja Quatsch. Ja, ein bisschen Luft kann ja ruhig daneben pusten. Jetzt können wir unten den Lüfter wieder anbauen und hier die Blende ansetzen. So, der sitzt ein bisschen flexibel hier. Ja. Muss ich mal gucken, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Jetzt können wir den Lüfter einsetzen hier und den festschrauben. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir denke. Ich schiebe den hier einfach hier durch. Dann schrauben wir den mal fester. Dann machen wir eine Schraube und gucken erstmal, ob wir das hintere Loch treffen irgendwo. Jetzt sollte er eigentlich irgendwo sitzen. Hier, da ist. So. Da heften wir erstmal nur an. Zack. Jetzt drücken wir mal nach oben. Heften den da auch an. Und das müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. Jetzt haben wir alles schon festgezogen. Jetzt können wir hier oben nochmal lösen und das halt ausrichten, wenn es nicht ganz gerade ist, weil wir haben ja lange Löcher hier oben. Aber das sieht ganz gut aus. Die andere Seite sieht auch gut aus. Ja, 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 ja. Und ich würde fast empfehlen, dass wir da doch hier Windeeinsätze machen und das mit richtig Schrauben machen. Aber gut, ich mache mal noch den Deckel drauf. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Der wird einfach nur angesetzt und hier hinter geschoben. Und sollte eigentlich passen. Ja, passt. Mehr oder weniger. Und schon haben wir das so, wie wir das gerne hätten. So, richten wir das nochmal schön aus. Gut, jetzt ist es zu. Jetzt wird der Lüfter angeklemmt. Wie gesagt, das war nur ein kleines Update-Video, wie ich es jetzt gemacht habe.
Bei mir laufen die Lüfter jetzt aber mit 12 Volt. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es jetzt besser ist. Jetzt pfeift die auch unwesentlich raus. Man merkt ein bisschen Luft hier rauskommen. Aber ist okay. Jetzt gucken wir nach oben. Und wie ihr seht, geht die Temperatur jetzt langsam runter. Ja, er braucht ja ein Weilchen, weil der hat sich jetzt natürlich schön aufgeheizt, dadurch, dass der Lüfter ab war. Aber wie gesagt, ich schaffe den wirklich zwischen 30 und 32 Grad nachher zu halten. Also meine Temperatur, die ich eingegeben habe, ist 30 Grad unten. Und ich lasse ihn maximal auf 32 Grad hochgehen und dann kühlt er wieder runter. Mal gucken, ob er das wieder packt. Oh ja, der springt schön runter, ja. Und dann schalten sich die Lüfter aus. Und das macht das ja im Sommer. Und wie gesagt, ich habe das Mikrofon jetzt bei mir hier und ihr hört, wie leise es ist. Hier ist der Fühler. Und ich hole mal jetzt ein Feuerzeug und zeige euch mal, wie das aussieht. Das sieht so aus. Oh, wo ist auch Flamme, wa? Ihr seht da zum Beispiel, wie das zieht hier. Hört ihr das? Ausgegangen sie ja. Das nennt man Luftstrom. Eigentlich wollte ich euch zeigen. Jetzt haben sich die Lüfter ausgeschaltet und ihr seht, wir hatten eindeutig richtig schön runtergekühlt. Und jetzt geht er natürlich wieder hoch, weil er arbeitet ja. Und ist total leise, außer eben ein Piepsen. Ich weiß nicht, ob das in ein Video rüberkommt. Das ist noch ein Phänomen, was wir haben. Der hat einen hohen Frequenzton. Also, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ja, ich würde aber empfehlen, dass ihr so eine Einklebehülsen rein, also eine Einschmelzhülsen reinpresst. Wie gesagt, die Löcher sind ungefähr 3,9. Eigentlich habe ich sie in 4 mm konstruiert. Also eigentlich habe ich sie in 4 mm aus, aber eben durch den Druck wird es ein bisschen kleiner, das Loch. Deswegen packen wir die 3,9er Schrauben drin. Ich würde empfehlen, arbeitet hier mit so einer Einpress-Dinger hier, Hülsen. Da habt ihr richtige Winde für die Lüfter. Zumindest unten für die Lüfter willst du machen, ja? Die Dinger einschmelzen. Okay, ich schweife schon ab. Das war es jetzt mit dem Video. Und ich hoffe, hat es euch gefallen. Jedenfalls ist das Ding wirklich leise und ich habe jetzt die Dinger ein bisschen abgeändert. Und ja, gut. Es ist ein bisschen knapp noch mit der Lüfter unten, muss ich dazu sagen, aber es funktioniert.